dass eine Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus 22.000 Euro im Schnitt kostet. Mhm. Und hochgerechnet auf Mehrfamilienhäuser erreicht das astronomische Summen. Das kann sich doch der normale Rentner, der ein Einfamilienhäuschen hat und dafür ein Leben lang gespart hat, gar nicht leisten. Ich glaube, da muss man erstmal differenzieren. Der erste Punkt ist, um was für ein Haus geht es? Geht es um ein Haus, was schon steht, oder geht es um ein Haus, was gebaut wird? Beim Haus, was gebaut wird, kann man das gezielt jetzt schon, übrigens, das wird ja auch, das ist jetzt keine neue Technik, die wird diesen letzten Jahr 100.000-fach verbaut worden. Ja? So, das heißt, ganz, ganz viele Menschen, die sich ein neues Haus gebaut haben, haben sich jetzt schon ohne irgendein Gesetz für Wärmepumpe entschieden. Ja? Das ist ganz einfach, weil du legst keine Gasleitung mehr in dein Haus. Die Gasheizung kann nicht, wie jetzt vor kurzem in Rügen, irgendwie explodieren oder so. Das ist alles nicht drin. Sondern du legst nur eine Stromleitung, wie du sie eh legst. So, da kommt noch eine zweite dickere dazu. Und hast dann deine Wärmeversorgung. So, und wenn du das Haus neu baust, kannst du es auch ganz gezielt eben auf den Einsatz von Wärmepumpe aufsetzen, konstruieren lassen. So, natürlich kostet eine Heizung Geld. So, und die kostet Geld bei der Planung, beim Einbau und beim Betrieb. So, und ja, die Kosten bei der Planung sind, glaube ich, identisch oder zumindest nicht groß unterschiedlich. Beim Einbau und beim Betrieb differieren die. Beim Einbau wird die Wärmepumpe wahrscheinlich ein Stück weit, für zumindest einige Haustypen, ein Stück weit teurer sein. Und beim Betrieb aber auch ein Stück weit billiger. Weil Gas wird, wir haben jetzt quasi wieder das Level, wo wir wieder auf dem Gaspreis von vor einem Jahr zurück sind. Aber keine Garantie, können Sie nicht geben. Da gibt es keine Garantie, sondern es gibt eine Garantie, dass es teurer wird. Weil der CO2-Preis, ja, also da hängt ja das Gas, das Erdgas dran, der wird ja steigen. Das ist ja vorgezeichnet europaweit. Und damit muss man sich ja vertraut machen. Und deswegen wird auf die Lebensdauer gerechnet, die Wärmepumpe mit einiger Sicherheit deutlich günstiger sein als jetzt eben die Gasheizung. Bei Neueinbau, bei Bestandsbauten ist es ein Stück komplizierter, weil da natürlich die Häuser teilweise eben auf Heizung, auf Gasheizung gebaut wurden. Und das umzurüsten, muss man sich dann eben angucken. Deswegen muss ein Gesetz auch da präzise sein bei den Übergangsfristen, bei in welchem Fall musst du das Ding erneuern, wann muss es eine Wärmepumpe sein. Da wird jetzt gefeilt. So, und ich sage aber auch da voraus, dass der Standardfall dort die Wärmepumpe sein wird. Weil, wir müssen mal auf die Welt kurz gucken, ja, und selbst in Deutschland, Solarenergie ist heute schon die günstigste Energie, sogar in Deutschland, in diesem Hochpreisland für Aufwärmenergie. In Indien steuern die auf einen Strompreis von 1 Cent die Kilowattstunde bei Solarenergie zu.